Holla, ihr Nasen. Ja, jetzt waren wir heute den ganzen Tag in San Isidro El General und dachten, jetzt fahren wir doch gerade mal spontan an den Strand. Und ja, alles dabei, packt die Badehose ein. Und wer hat seine Badehose nicht dabei? Ich. Toll, alle sind im Wasser, nur ich nicht. Gerade dieser Hautkranke ist nicht im Wasser, obwohl das doch echt gut tut. Naja, dann kann ich ja wenigstens gerade mal wieder die Landschaft hier zeigen und irgendwie ein bisschen was erzählen, was hier so passiert. Ja, im Hintergrund sieht man schon, man kann hier mit dem Auto halt direkt an den Strand fahren. Ist jetzt nicht so wie auf, was ich, Norderney, Sylt oder irgendwie Kühlungsborn für die Freunde aus dem Osten. Nee, hier ist es irgendwie ganz entspannt. Man fährt einfach an den Strand. Und gerade jetzt im Moment sind Winterferien. Glaube ich jedenfalls, weil es hier so voll ist. Normalerweise ist es nämlich in der Woche hier total leer. Man hat den ganzen Strand für sich alleine. Aber gerade so um die Weihnachtszeit, also zwischen Weihnachten und Neujahr, sind wohl viele in den Ferien, so wie ich das mitbekommen habe. Und halt auch viele Amis sind dann halt ja auch hier und machen Urlaub in Costa Rica. Ja, wunderschön. Und ich bin ein Badehosenvergesser, so was Blödes. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich freue mich über jeden Kommentar. Finde ich total super. Auch wenn ihr mal so was reinschreibt, mal was aus der Heimat. Ja, also bis bald. Tschüss.